Herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit AppKings. Heute mal zu einem neuen Review und Unboxing. Und zwar geht es um den BenQ Screenbar Lite. Den normalen Screenbar habe ich ja schon getestet, der für normale Monitore gedacht ist. Und jetzt gibt es sozusagen die Lite-Version, eine kleinere Version, die ihr auch fürs Notebook nehmen könnt. Und ja, das werden wir jetzt einfach mal auspacken und testen. Dafür machen wir das gute Stück doch einfach mal auf. So, zack. Das packen wir weg. So. Kommt wie gewohnt in einer BenQ-typischen Verpackung. Alles wird per Touchscreen gesteuert natürlich. Und ja, lass uns das doch einfach mal auspacken. Wer nicht weiß, was das ist eigentlich eine Lampe. Wie gesagt, hier für den Notebook-Bereich. Und ja, kommt in so einem richtigen Plastik-Case. Auch hier steht es nochmal BenQ Screenbar Light. Schick gemacht. Ich würde sagen, wir machen das gute Stück einfach mal auf. Oh, schick. Und ja, man merkt gleich, es ist ein bisschen schwerer, weil es eine richtig gute Qualität ist. Oh, was mir gleich in Auge kommt. Das hier hinten. BenQ. Schön mit gebürstetem Aluminium. Sehr, sehr schön. Und hier ist dann drin die LEDs. Man sieht es vielleicht so ein bisschen. Ja, schwer vielleicht, aber drin sind die LEDs. Die geben es dann wieder und dann könnt ihr noch einstellen, wie das Licht sein soll. Also welche Helligkeitsstärke das haben soll. Eher gedimmtes Licht, eher ein bisschen kälteres Licht. Gerade zum Arbeiten ist Kälte meistens immer ein bisschen besser, aber wenn man solchen Film guckt, ist eben ein bisschen angenehmeres Licht, wenn es ein bisschen ja, runter ist, nicht so hell. Und ja, verarbeitungstechnisch, wie gesagt, Metall hier oben, sehr, sehr schick. Und hier, man sieht es vielleicht, macht man es dann in das Notebook rein. Das werde ich euch dann hier auch nochmal zeigen, wie das dann funktioniert, wenn wir es ausprobieren. Und ja, hier hinten klar nochmal das CE-Zeichen, hier nochmal die Bezeichnung bzw. die Seriennummer, Made in China. Und ja, wir testen das gute Stück doch jetzt einfach mal im Notebook und dann sehen wir uns sofort wieder. Ich habe jetzt mal mein Notebook hier hingepackt und damit wir es gleich mal ausprobieren können, dafür nehmen wir einfach die Screenbar, machen den Öffnungsmechanismus hier ran. Klack. Ist jetzt richtig schön dran. Merkt man, fällt auch nichts runter. Dann kriegt er den Strom über USB. In dem Fall brauche ich jetzt hier einen Adapter. Weil ich habe eine USB-C. Zack. Und ja, jetzt geht es auch schon gleich los. Man sieht es. Er leuchtet in dem Fall die Tastatur aus. Das kann man individuell aber auch ein bisschen regeln. Man sieht eigentlich mal, wie dreckig der Bildschirm ist. So, wenn wir jetzt hier raufdrücken zum Beispiel, können wir eben anscheinend kälter oder eben, man sieht es vielleicht, dass es ein bisschen wärmer wird. Dann kann man hier zum Beispiel ja, einstellen, dass es eben ein bisschen wärmeres Licht ist. Und wenn wir sagen, wir wollen ein bisschen kälter, drücken wir eben aufs blaue Symbol. Und dann kann man es eben eher sogar ins bläuliche machen. Man kann sich das individuell selber einstellen, weil man kann es hoch und runter machen. Also wenn man eher zum Beispiel ja, diese ganze Fläche hier beleuchtet haben will, dann macht man es eben ein bisschen weiter nach vorne. Will man eher nur diesen Teil haben, dann einfach nach unten. Ja, also wirklich sehr, sehr cool und man kann entspannt arbeiten. Genau, jetzt ist es auch mal an. Wir können ja noch mal einmal aufs eher gelbliche gehen. Ist gerade wenn ihr im Dunkeln arbeitet, viel, viel angenehmer, als wenn es eben dieses eklig kalte ist. Und ja, trotzdem seht ihr eben besser und eure Augen werden auch nicht so belastet. Dann hat man hier noch so einen Automatikmod. Da entscheidet er automatisch nach den Lichtverhältnissen, was so das Beste ist. Ist natürlich mal Geschmackssache, aber kann jeder selber entscheiden. Hier macht man es eben an und aus. Und ja, wie gesagt, also ich bin echt begeistert von der Qualität, dass es auch wie gesagt überall ranpasst, auch an den kleinsten Laptops.
Weil das ist immer das Problem, dass das eben sehr, sehr dünn ist. Und ja, da haben die eine gute Lösung gefunden mit dem Screenbar Lite von BenQ. Link natürlich damit wieder wie immer in der Videobeschreibung. Schaut gerne mal rein, auch auf der Seite von BenQ. Und ich muss sagen, ein sehr, sehr guter Nachfolger bzw. Ergänzung zum großen Bruder, der Screenbar Lite von BenQ.